Onkel Aaron wartet. Warum bin ich so nervös? Alright. Was geht hier? Müssen wir das wirklich mit der Maske machen? Vielleicht. Die hatten ja Beef im letzten Teil. Ich will nicht, dass mein Neffe mir nochmal in den Hintern tritt. Macht Sinn. Dein Dad hat mich immer genauso angeschaut. Kleiner? Martin Lee. Jemand hat ihn befreit. Ich weiß, was du denkst, Miles. Das ist nicht deine Schuld. Wir dürfen ihn hier nicht reinlassen. Das ist auch eine Art Gefängnis. Das ist nicht so einfach. Habe ich nie gesagt. Aber manchmal muss man die Vergangenheit abschütteln, um Platz für die Zukunft zu machen. Darum habe ich angerufen. Du musst was für mich besorgen. Ich könnte es selbst, aber durch die Bewährung ist Prowler in Rente. Was genau? Nur alte Technologie, die von der Straße muss. Versteckt in einem stillgelegten Roxanne-Labor im Central Park. Ja, das kenne ich. Lässt du den Prowler wirklich hinter dir? Hinter uns. Was vergessen? Wer hast du? Und Miles. Was Lee angeht, tu nichts Dummes. Ja. Ja, gut. Dann geht's einfach mal los, Leute. Ich würde sagen, wir gehen zum Central Park oder wo das sein soll. Ich komme immer noch nicht drauf klar, wie clean einfach dieses Schwingen ist. Man kann so viele coole Sachen machen. Vor allem auch das hier. Oh, ups. War wohl nicht hoch genug. Müssen wir gleich nochmal machen. Ja, dieses Netzflügel, das ist hier so geil. Okay. Ich bin hier. Und nach Suche. Sperr die Augen auf, Neffe. Als ich deine Maske hatte, habe ich sie mit Prowler-Code versorgt. Das sieht dir ähnlich. Das Versteck ist unsichtbar, bis es meinen Anzug-Code erkennt. Hä, okay. Was? L2 drücken. Ja, super. Es muss hier blockiert. Aha. Also hier ist es. Dann musst du noch den Schlüssel entziffern. Ah, okay. Versuch's. Und jetzt entziffern. Wie soll das gehen? Nicht schummeln. Nimm dir Zeit. Ah, boah, das ist ja krass gemacht. Boah, Junge, wie sich der Controller dabei anfühlt. Holy shit. Ey, ist das kompliziert. Oh mein Gott. Boah. Ehrlich krank. Puh. Das hat ja richtig vibriert bei den R und L2. Okay, und was soll ich jetzt machen? Ah. Noch ein Tor. Noch ein Tor, super. Oh nee, nicht schon wieder. Das war mir einmal eigentlich genug. Und es ist noch komplizierter geworden. Okay, der ist nicht so kompliziert. Aber der. Okay, komm. Cool. Too easy. Oder so. Was soll ich jetzt machen? Hinten geht. Oh, der Falldamage hat ja gar nicht geschmeckt. Sogar Trophäe dafür bekommen, super. Okay, also hier muss es sein. Ja. Nee, das hat's nicht gebracht. Ah, ich muss hier hoch.
So. Und hier oben machen wir jetzt nichts. Aha. So, von hier oben können wir es öffnen. Perfekt. Und jetzt geht's dran. Jetzt solltest du versuchen reinzukommen. Wir sind drin. Alles gut. Und was gibt's jetzt hier für Technik? Im letzten Spider-Man-Game hat man sogar noch so ein geiles Antimaterie-Outfit bei irgendeinem Roxxon-Ding bekommen. Ja. Sagst du mir endlich, was los ist? Ja, das war jetzt einfach. Darf sie behalten. Steckt gute Technik drin. Cool. Neue Anzüge für uns. So. Seltenes Technikteil. Okay. Du kannst deine Kampf- und Fortbewegungsfähigkeiten verbessern. Okay. Gesundheit. Boah, krass, man kann hier echt viel aufbessern. Ja, okay. Verbessern wir die Gesundheit. Ah. 10 mehr, okay. Schauen wir mal Schaden. Was können wir da machen? Erhöht den Schaden. Ja, ist ja krass. Was gibt's hier später? Jeder 10. Treffer mit einer Kombo lädt deine Fähigkeiten. Ah, okay. Spinnensinn kann man auch verbessern scheinbar. Durch ein Scannen werden Gegner automatisch markiert. Was hier? Fortbewegung wird man noch schneller. Der Punktsprung wird auf maximale Kraft erhöht. Der aufgeladene Sprung und der Katapultsprung schleudern dich jetzt höher und weiter. Was zur Hölle? Und hier Spider-Sprung. Krank. Krass. Anzüge, schauen wir mal rein. Für Miles. Der PlayStation 5 Anzug, der alte. Ich weiß nicht, irgendwie mir gefällt der alte besser von den Mustern, aber der neue hat schönere Farben. Wisst ihr, was ich meine? Ja, den mochte ich irgendwie noch nie. Brooklyn 2019, ja, irgendwie fürchte ich den auch nicht. Die Vorbesteller-Skins, die Deluxe-Skins. Ja, aber irgendwie, ich bin eh jemand, der tendenziell immer nur den normalen Suit spielt. Oder halt so einen von den Filmen, die mir gut gefallen, aber naja. Ja, gibt's jetzt noch nichts, was ich mir ausrüsten würde. Geräte, können wir auch mal reinschauen. War da irgendwas Cooleres schon? Nee. Fertigkeiten, kann man da irgendwas Cooles freischalten? Venom Sprint. Dann haben wir hier, der Venom Schlag erzeugt einen kugelförmigen Kraftstoß. Was haben wir hier? Oh, das klingt auch heftig. Ich glaube, der Kraftstoß ist es eher. Drücke unmittelbar nach einem Venom-Sprint meinen zweiten kostenlosen Venom-Sprint. Ja, klar. Ah. Haben wir nichts mehr übrig. Schade. Das ist nicht das einzige Versteck. Okay. Wer auch immer Liebe Freit hat, meine Technik scheint genau ihr Ding zu sein. Sie soll nicht in die falschen Hände geraten. Damit vertraue ich nur dir. Das ist ja okay. Schön. Verstanden. Die Koordinaten sind in der Maske. Danke, Neffe. Und wir sehen uns. Was Marvel dazu sagen wird? Gute Frage. Miles, ich habe von dem Transfer gehört und von... Alles in Ordnung? Ja, Ma, mir geht's gut. Ich habe Onkel Aaron gerade bei etwas geholfen. Ah. Wie geht es ihm? Er gibt sein Bestes. Das ist schön. Wir sehen uns zu Hause, Ma. Und bevor du wieder fragst, mir geht es wirklich gut. Versprochen. Hab dich gut. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier noch so ein Verbrechen. Vielleicht finde ich dabei sogar Lee. Ich glaube jetzt eher weniger, dass er Lee finden wird. Der ist ja von Kraven entführt worden, aber naja. Was ist denn das eigentlich für ein komischer Club? Zünden immer irgendwelche Leute an und was weiß ich. Das ist ja echt bodenlos. Wow, okay. Ja, einfach ein bisschen aufräumen hier die Stadt, würde ich sagen. Das ist kein Grund zur Sorge. Die Finisher sind aber bei Peter ein bisschen böser, bin ich ehrlich. Ja, bei Peter sind die sind halt echt böser, so gefühlt Genickbruch, was der immer macht. Aber ja. Handeisen? Was stimmt bloß mit denen nicht?
Und... Hä? Warte mal, stopp. Ah, hier muss man stehen. Okay. Also das bockt eher nicht krank. Myers, was ist mit der Clubmesse? Bist du Clubmesse? Genau, die ist heute. Suche Mr. die Brooklyn Visions erkennen. Er hat das beste Musiktechnologieprogramm weit und breit. Und ja, okay, da gehen wir hin. Vergeben. Ich habe so viele Fragen an ihn. Bin bald da. Aber ehrlich, hier gibt es sogar Avengers Tower. Warum? Wo sind die Avengers? Wo sind die Avengers? Boah. Also da fliegt man ja echt schnell durch. Also ich bin ehrlich, das Game, es ist schon echt schön. Was ist denn das hier für eine Brücke? Die gab es ja beim ersten Teil noch nicht. So, Panzerwagen, aber naja. Ist jetzt nicht so mein Problem. Ich muss eher zur Schule kommen. Also es macht schon ehrlich Bock. Es ist schon cool. Und vor allem endlich über diese Brücken drüber zu schwingen, ist halt auch so schön. Die Stadt wirkt ziemlich ruhig. Noch immer keine Spur von mir. Ich weiß noch, als ich in Spider-Man 1 mir immer gedacht habe, boah, ich will zu gern hier rüber und so, aber jetzt ist endlich soweit. Wie Pete hat mehr Glück. Die Heilung der Welt. Das wird, glaube ich, crazy. Aber wir gehen erstmal hierher. Zur Schule. So, mal schauen. Okay, hier unten sind ein paar Aktivitäten, aber mal. So. Hier kriegt man noch mal einen Boost nach oben. Boah, geil. Es dauert ja echt lange inzwischen, wenn man mal durch so New York durch möchte. Das ist ja krass, also die Map ist ehrlich riesig geworden. Das ist schon geil. Alles so detailliert auch. Das ist echt schön. Immer noch 500 Meter, ist schon krank. Obwohl man jetzt so viel schneller schwingt als im ersten Teil. Oh, sorry, Jungs. Also, ich versuche mich eigentlich immer zu muten, wenn ich husten muss, weil ich bin ja krank, aber ja, manchmal ist so Reizhusten, da kann ich jetzt nicht schnell genug reagieren. Okay, und jetzt sind wir auch da. Ich habe meinen Rucksack hier irgendwo vergessen. Da ist der Rucksack. Das ist doch schön. Und jetzt umziehen und dann irgendwie zu so einer Messe oder sowas. Aber das mit den zwei Spider-Man ist echt besser zu spielen, als ich dachte. Also es ist viel dynamischer und so. Ich dachte, es wird nicht so gut klappen. Hey Miles, was geht? Hey, schön dich zu sehen. Mann. Ich kann nicht glauben, dass Mr. Atlas hier in der BV sein wird. Und was soll ich jetzt machen? Griff dich mit Genki und Haley. Wenn er meinen Sound macht. So. Dann schauen wir mal. Ist ja echt viel los hier. Hey, Miles, hier drüben. Jo. Hey. Da bist du ja. Mr. Atlas. Ich will mit ihm sprechen. Ich frag mich, wer das ist. Über das Computer-Physikprogramm. Die Vermisstenmeldung ging vor einer halben Stunde. Vermisstenmeldung? Oh, von Mr. Atlas oder was? Was ich gehört habe, war vermisst und Meldung. Ich würde sagen, ja. Geh schon. Wir halten den Platz frei. Wirklich? Ich bin jetzt hierher gekommen, nur damit ich wieder gehe? Ja, das ist ja schön. Einholen. Vielleicht kann ich mehr rausfinden. Finde einen Weg, um näher an die Direktorin und den Officer ranzukommen. Okay. Gut, dann finden wir mal den Weg. Haben Sie persönliche Sachen von ihr? Ja, sie hat ihr Handy da gelassen.
Ist es entsperrt? Haben Sie eingehende Nachrichten oder sowas gesehen? Na bitte. Nur ein paar Mitteilungen vom Fitness-Tracker. Er zählt ihre Schritte, wo auch immer sie ist. Die Schüler hängen sehr an Miss Ferguson. Miss Ferguson ist verdorben. Bitte finden Sie sie. Wir tun unser Bestes. Ja. Miss Ferguson wird vermisst? Oh Mann. Sie trägt offenbar noch ihren Fitness-Tracker. Vielleicht kann ich das Signal finden. Wer weiß. Und schon wieder als Spider-Man in Action. Okay. Ich frage mich auch, wo er so Sachen in seine Taschen steckt. Letzter bekannter Standort, Dawson Harbor. Ja dann, ja. Los geht's. Aha. Der Speech-Anruf mit Hayley Cooper wird gestartet. Miles, Mr. Atlas ist da. Wann kommst du? Oh Mann! Ja, schade. Ich muss erst Miss Ferguson finden. Der Atlas ist jetzt schon am Start. Ich habe gerade Bewerbungsformulare für Stipendien. Mann! Kannst du mir eine besorgen? Wir sind gleich da. Nein, noch besser. Habe dir einen Link geschickt. Danke. Viel Glück und beeil dich. Ja, erstmal hier die Leute ausschalten. Was soll man machen? Heyo, Miles! Was geht's, Genki? Kann das warten? Nicht wirklich. Mr. Atlas ist hier. Sicher. Ich habe ihm gesagt, dass du wegen was Ehrenamtlichem nicht hier sein kannst. Also will er mit dir telefonieren. Das ist ja schön. Der Atlas gönnt einfach. Mal schauen. Den können wir noch ausschalten. Ihn da vorne. Wer ist er, Mr. Atlas? Ich weiß, Sie müssen Ihren Flug kriegen. Genki! Hi. Miles? Ja. Hallo? Sie flüstern. Passt es gerade nicht? Nein. Ich mach's passen. So bin ich. Super. Ich höre Sie interessiert. Da hinten ist noch einer, den können wir. Erzählen Sie mir doch von sich. Was haben Sie für Hobbys? Hobbys? Ich hab gern Musik produziert. Aber es ist schwer, Zeit dafür zu finden. Wo sind Gegner, die man ausschalten kann? Ihre Samples gezeigt. Sehr beeindruckend, besonders die mit dem Titel Schwingen. Was hat Sie dazu inspiriert? Ja, ich habe Überschwingungen. Oh komm, weg. Okay, gut, jetzt sind es nur noch zwei. Interessant. Und können Sie mir sagen, was Ihnen besonders wichtig ist im Leben? Okay, er schaut weg, das bedeutet ihn. Zuverlässig sein, vertrauenswürdig. Jemand auf den Verlass ist. So, und dann haben wir jetzt nur noch einen übrig, nämlich den da vorne. Warum glauben Sie, dass Sie gut zu unserer Schule passen? Ich gebe nicht auf. Und ich will das Richtige tun. Oh nein. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Tja, Miles. Oh Mann, wie viele sind noch, die ich nicht gesehen habe? Ich glaube, ich habe alles. Danke. Nee, nur der. Brauchen Sie meine E-Mail-Adresse, falls Sie sich melden wollen? Ihn und jetzt den allerletzten. Das. Hätte besser laufen. Nein, es sind mehr da. Oh mein Gott. Vielleicht schaffe ich es noch rechtzeitig zurück und kann Mr. Atlas persönlich treffen. Ein paar Dinge klären. Woher kommen die denn jetzt alle? Oh, man kann nicht sogar hier rein. Das wusste ich ja nicht. Ah. Okay, da kann ich aber scheinbar noch nicht rein. Ich weiß nicht, ich glaube, man darf nicht also nicht auffliegen. Junge, wie lange habe ich ihn gebraucht, um das Ende Wort zu sagen? Damit wären die aus dem Verkehr. So. Mal sehen, wohin das Signal führt. Hier ran. Das Glas sieht zerbrechlich aus. Oh. Das war clean. Mir geht's gut. Aber woher wissen die Leute, dass ich für Rand gearbeitet habe? Das finden wir raus, wenn die Geiselsituation vorbei ist. Aber wer ist Rand oder was ist Rand? Ja, super, es war jetzt komplett umsonst irgendwie. Naja. Aber cleaner Übergang. Das wird hässlich. Also dieses Kampf-Gameplay, das ist ja so geil. Kann man mir echt sagen, was man will. Operation gehört der Führung. Wie soll ich das ignorieren?
Junge, Junge, Junge. Das ist ehrlich verrückt. So. Ich fasse es nicht. Du hast sie ganz allein erledigt? Das gehört eben zum Job. Wollen wir? Hast du etwa vor, mich zu tragen? Klar, ich trage öfters Leute. Junge, es sieht so goofy aus, wenn er irgendjemanden trägt. Ich bräuchte nur eine mündliche Bestätigung, dass du mich nicht verklagst, falls ich dich vollkotze. Ist hiermit bestätigt. Aber eine Vorwarnung wäre nett. So. Dank Spider-Man ist unsere geschätzte Lehrerin Miss Ferguson wieder wohlbehalten bei uns. Zum Zeichen unseres Dankes ist es mir eine Ehre, Spider-Man zum offiziellen Helden von Brooklyn Visions zu erklären. Toll. Du bist hier immer willkommen, Spider-Man. Danke. Und jetzt zurück zum Quad. Wir müssen hier einen die, Roboter. Ah, doch, die hat noch eine Zeichensprachding. Das schon, die macht einfach keine Zeichensprache, aber da ist noch eine Übersetzerin. Nicht viel Zeit. Hi, Miles. Ich weiß dein Interview-Engagement zu schätzen, aber ich habe gemerkt, dass du mit Wichtigerem beschäftigt warst. Mr. Sinclair hat ein gutes Wort für dich eingelegt, Direktorin Evans auch. Also machen wir es richtig und treffen uns auf dem... Oh, das ist aber gut. ...diese Woche. Das ist gut, ja. Auf dem BV-Campus gab es ein paar App-Anfragen. Wollte nur Bescheid geben. Okay, perfekt. Heavy App-Anfragen. Da sollte man vielleicht einmal reinschauen, was das bedeuten soll. Alles okay? Achso, die brauchen Lance, Hilfe. Wer wurde entführt? Bei Midtown. Warum werden da immer so viele Leute entführt in New York? Ein wichtiges Spiel gegen die? Darum geht es ja. Hier in der Notiz ist es erklärt. Oh, okay. Schauen wir es mal an. Wenn du das liest, bist du wahrscheinlich ein mächtiger Wissenschaftler von der BV. Aber du musst etwas Forschung auf Midtown-Niveau betreiben, um unsere Rätsel zu lösen. Lance zurückzubekommen. Aber keine Sorge, falls du es nicht schaffst, werden wir ihn richtig schön herausputzen. Viel Glück. Hier ist der erste Hinweis. Das Boot segelt hinfort, doch du solltest... Oh, warum habe ich jetzt eine... Ach so. Sorry. Das Boot segelt hinfort, doch solltest du steuern, löst du unser Rätsel manipuliert. Doch solltest du steuern, löst du unsere Rätsel manipuliert. Viel Glück, gezeichnet RG. Aha. Ich glaube, die Notiz führt zum Stuart-Gebäude, aber wir kommen nicht aufs Dach. Verstehst du nun das Problem? Ja, ich sehe mich. Heller verwirrt. Ach, dieser RJ. Ich hätte ihm nicht die Tür aufhalten sollen. Er hat seinen Ausweis nicht echt vergessen. Passiert. Überlass das mir. Lance kann gut nicht weit weg sein. Schauen wir mal hin. Das Stuart-Gebäude? Warum haben die Midtown-Jungs Lance dorthin gebracht? Hast du ihn schon gefunden? Noch nicht. Aber ich muss was wissen. Wieso das Stuart-Gebäude? Ein BV-Schüler hat letztes Jahr einen Robotikwettbewerb gegen Midtown gewonnen. Midtown hat verloren. Klingt, als wäre Midtown nicht sehr glücklich darüber. Sobald wir Lance haben, werden sie sich noch mehr ärgern. RJ hat wohl noch eine Nachricht hinterlassen. So. Okay. The light always reveals the truth. Muss ich irgendwie das UV-Licht auf das Wandbild richten? Ja, das machen wir easy. Nee, doch nicht. Spiegel. Welchen Spiegel? Ah. Vielleicht kann ich diese Strahlen neu ausrichten. Klasse. Okay. Die Kiste hat sicher nichts dagegen, wenn ich ihr einen kleinen Schubser gebe. Kleinen Schubser. So, und den jetzt auch noch mal ein bisschen drehen. Versteckte Nachricht. Wusste ich's doch. Wir schwarzen Künstler stehen geeint. Der nächste Hinweis bei Eleband erscheint. Oh Gott. Schwarze Künstler.
Haley ist die Kunstexpertin. Ich rufe sie an. Ich habe gehört, dass du nach Lance suchst. Hast du ihn gefunden? Noch nicht. Midtown macht es uns nicht leicht. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Ich schicke dir ein Bild. Schwarze Künstler. Gleichgesinnte. Ah, da hinten, okay. Es gibt viele solcher Wandbilder an ich glaube wegen dem Black Lives Matter Bild. Aber keine Ahnung, was Elevent bedeutet. Danke, Haley. Ich schulde dir was. Naja, so viel hat dir jetzt nicht geholfen, die Haley. Aber naja. Jederzeit. Na, doch nicht. Viele Wandbilder hier. So. Das muss eine versteckte Botschaft sein. Wie sieht's aus? Ich hab Lance bald. Okay. Das klingen wir einmal so. Stadt Botschaften auf Wandbildern versteckt. Ich suche gerade bei der Ecke Rotten und Dritte nach dem nächsten Hinweis. Bei Anders Alibans Gemälde? Tja, ergibt Sinn. Alibans? Midtown erwähnte ihn in einem Hinweis. Wer ist das? Das Kunstwunderkind der Brooklyn Visions, das jetzt am Musée de la Ville in Paris forscht? Puh, das ist aber ein bisschen kompliziert. So tollen Absolventen haben. Ja, okay, erstmal, wo soll das Licht denn hinkommen am Ende? Auf das hier. Also sollte es erstmal hier rüber gespiegelt werden. Also sollte der Spiegel eigentlich sich drehen. Aber das will er nicht. Ah, kann man den irgendwo hinschieben? Puh. So. Das. Es kommt von hier das Licht. Aber das können wir auch einfach drehen. Aber das bringt nichts. Also wir drehen es hier wieder hin. Dann so. Dann so. Der Kurs hat ja schon gestimmt eigentlich. Was ist das hier? Okay, das braucht man nicht. Hier muss eigentlich irgendwo was dazwischen kommen. Also vielleicht der Spiegel. Der spiegelt dann hierher und das hierher. Dann das hierher. Und das drehen wir. Nochmal. Nochmal. So. Dann brauchen wir hier aber... Nee, den können wir... Nein. Na doch, alles gut noch. Den hier müssen wir nicht verschieben. Und dann geht sich das hier. Die Konkurrenz ist groß. Eure Chancen verrinnen. Die Besten der Region werden bald gewinnen. Hey, Haley. Ich hab dir noch ein Bild mit einem Hinweis geschickt. Das Größte in der Gegend... Wenn das wieder ein Wandbild ist, dann probier North Williamsburg. Hatten BW und Mitter und dann nicht letzte Woche. Junge, was für ein Schnitzel. Ja, bei den Schnitzeljagd. Endete unentschieden. Aha! Das erklärt, warum Mitter so verbittert ist. Lies es mir an. Oh Mann. Ah, hier. Zwei Bilder diesmal. Mitter will echt nicht, dass wir Lance finden. Zum Glück hat die Brooklyn Vision Spider-Man auf ihrer Seite. So. Puh, okay, was sollen wir jetzt hier genau machen? Erstmal analysieren. Hier soll es am Ende enden. Erstmal müssen wir das drehen, damit der Spiegel hier erwischt wird. Der Spiegel ist, glaube ich, erstmal irrelevant. Das passt schon. Es geht hier runter. Dann hier rüber. Okay. Mann, wo kriegen Sie nur dieses Equipment her? Dieses Setup ist beeindruckend. Das frage ich mich auch schon die ganze Zeit. So, und dann hier hoch und dann geht das hier rüber. Ah ja, zu dem. Ah, und hier rüber. Oh Gott. Ist ja diesmal echt viel los. Okay. Dann geht's hierher und das kann man wieder zerstören. Dann geht's hierher und dann darüber. Und dann muss man das da auch nochmal drehen. Wie in Main Street? Auf der Main Street gibt's hunderte Häuser. Oh ich Gott. Brauch mehr Details. Moment. Warum leuchtet nur einer? Da muss noch etwas fehlen. Wie hatten Sie überhaupt genug Zeit, alles aufzubauen? So, und dann drehen wir den hier noch. Nochmal. Okay.
Naja, wenn ich Zeit habe, Spider-Man zu sein, können Sie auch Zeit haben, ausgeklügelt. Vielleicht eine andere Bar? Vielleicht muss ich ihn noch mal drehen. Die Frage ist, wen muss man drehen? Der stimmt schon. Den kann man auch nicht drehen. Wenn dann irgendwas von denen. Ah, warte mal. Es gibt einen roten und einen blauen Pfeil. Der rote ist jetzt das zweite Schild. Das bedeutet, man muss alles, wo ein roter Pfeil ist, auf rot machen. Okay. Ist ja eigentlich ganz einfach gemacht. Rot ist für die zweite Schrift, blau ist für die erste. Das muss die Hausnummer sein. Endlich. Okay. Was steht da? 1121 Main Street. Da verstecken sie sicher Lance. Lance. Hey Miles, sag was dazu. Ich glaube, ich habe Lance gefunden. 1121 Main Street. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. So, dann sind wir ja schon da. Lance? Kommen jetzt irgendwelche Schulschläger. Lance der Löwe. Zeit für dich nach Ach so, einen Löwen haben sie gekidnappt. Einer von euch muss RJ sein. Spider-Man? Das ist unfair. Brooklyn Visions hat geschummelt. Wow, Spider-Man? Ivy hat's wohl nicht allein geschafft. Den nehme ich jetzt mal mit. Aber jetzt muss ich ihn echt gruselig, sieht aus wie so ein Five Nights at Freddy Puppe. Okay. Ciao. Erfolgreich? Bin unterwegs. Und ich bringe einen flauschigen Freund mit. Lance, du hast ihn. Geht's ihm gut? Ist er verletzt? Er sieht putzmunter aus. Sie hatten ihn in einer Garage. Er war ziemlich staubig. Er braucht vielleicht ein Bad. Komm schnell zurück. Wir warten auf ihn. Bin unterwegs. Ja, und so sind wir schon wieder da. Das ist ja schön. Spider-Man hat ihn zurückgeholt. Natürlich, Jungs. Du hast ihn gefunden. Oh, Lance ist zurück. Voll creepy, diese Puppe, ich sag's euch. Super, Spider-Man. Danke, dass du Lance zurückgebracht hast. Und rechtzeitig zum Spiel. Plötzlich lebt er. Gott, oh Gott. Ja, okay, Freunde, das war's mit der heutigen Folge oder der jetzigen Folge, keine Ahnung, von Let's Play Spider-Man 2. Schaut gerne in der Playlist vorbei, da sind nämlich alle Folgen und auch alle Streams, weil manche Folgen aus den Streams, die langweilig sind, habe ich nicht hochgeladen als einzelne Folgen. Und ja, schaut einfach gerne rein, würde mich sehr freuen. Lasst auch sehr gerne ein Like und Follow da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao!